Orthodoxes Osterwochenende in Griechenland, Straßen und Fähren sind voll, alles strömt zur Familie, wo mindestens ein herzhaftes Mahl wartet. Das war vor Corona. Heute ist für viele Menschen selbst eine einfache Mahlzeit ein Traum. Yorgos Gaitanis zum Beispiel, der 58-jährige Koch, ist seit dem vergangenen Oktober arbeitslos und lebt auf der Straße. Ich schlafe auf Plätzen und in Parks. Ich bin obdachlos. Zum Glück gibt es diese Gruppe und wir bekommen jeden Tag eine Mahlzeit. Wer hilft uns denn? Was die machen, ist für uns entscheidend. Ich habe ernsthafte Gesundheitsprobleme, eine Herzerkrankung und mein Blutzuckerspiegel ist zu hoch. Wer wird mir etwas zu essen geben? Wer wird mir helfen? Vor 10 Jahren beschloss Konstantinos Polychronopoulos, etwas zu tun, um die Hungrigen in Athen zu ernähren. Er begann eine Suppenküche namens Der andere Mensch und kochte täglich für 60 bis 70 Leute. Heute füttert er 2.500 bis 3.000 Menschen durch. Die Gruppe bekommt Lebensmittelspenden von Einzelpersonen, Unternehmen und NGOs. Was hier passiert, nennt sich Liebe. Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Herkunft helfen sich gegenseitig und geben Bedürftigen etwas zu essen. Wir führen auch Windeln und Babymilch. Wir sind eine offene Gesellschaft voller Liebe, Solidarität und Respekt für jeden, der anders ist. Außer Essen verteilen Freiwillige während der Karwoche auch Schokoladeneier, Osterkerzen und Gebäck. Grigoria Marudaki ist eine von ihnen. Einmal pro Woche ist die Englischlehrerin mit ihrem Sohn, dem 12-jährigen Michalis, Teil des Teams. Ich bringe mein Kind mit, um ihm zu zeigen, dass es auch die andere Seite des Lebens gibt. Ich möchte, dass er versteht, dass Leute in einer privilegierten Lage denen helfen müssen, die Hilfe brauchen. Anstatt unsere Zeit mit Osterbräuchen zu verbringen, habe ich mir ausgedacht, hierher zu kommen und zu sehen, wie viele Menschen so leben. Jeder kann und soll helfen. Nach vielen Jahren der Wirtschaftskrise und dann der Pandemie ist vielen Griechen klar, was es bedeutet, wenn das Nötigste fehlt. Solche Akte der Solidarität beweisen, wie wichtig es ist, ein Sicherheitsnetz für die Bedürftigen zu haben.